Sie haben das Wort. Lieber Herr Hilbers, Herr Landrat, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst sehr herzlichen Dank, dass Sie in so großer Zahl der Einladung der CDU Nordhorn gefolgt sind heute Abend und dass Sie hier sind und dass Sie auch sozusagen mit uns zusammen in das neue Jahr starten, das ja jetzt schon 3 Wochen alt ist, aber vielleicht darf ich es auch nach 3 Wochen noch sagen, Ihnen allen, auch Ihren Familien, ein gutes Jahr 2020, vor allem Gesundheit und Erfolg in Ihren Betrieben und an Ihrem Arbeitsplatz. Ja, und uns allen ein gutes wirtschaftliches und ein gutes politisches Jahr 2020. Das Jahr, vielen Dank. Dieses Jahr hat ja mit turbulenten Ereignissen begonnen im Mittleren Osten und hat mit guten Nachrichten begonnen für Deutschland und für Europa. Für Deutschland mit gewaltigen Überschüssen der öffentlichen Haushalte. 50 Milliarden haben Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 2019 Überschüsse erwirtschaftet. Nicht Schulden, sondern Überschüsse. Und es wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen, mit so vielen Überschüssen am Ende des Jahres 2019, zu dem ja der Solidarpakt II ausgelaufen ist. Viele von Ihnen werden das gar nicht wissen, aber in 30 Jahren zweimal einen Solidarpakt II gemacht, des Bundes, zur Refinanzierung der Kosten der deutschen Einheit. 30 Jahre nach dem Mauerfall ist dieses Thema erledigt. Und fast 30 Jahre hat es auch den Solidaritätszuschlag gegeben. Es wäre doch keine schlechte Idee gewesen, zum Ende des Solidarpakts II, zum Ende des Jahres 2019, auch zu sagen, das ist das Ende des Solidaritätszuschlages auf alle Einkommensteuer und auf alle Steuern in Deutschland. Ich hätte mich jedenfalls über eine solche Nachricht gefreut. Ja, es stimmt, er wird jetzt für einige abgeschafft im Jahr 2021, also nochmal ein Jahr später. Da wird gesagt, es sind 90%. Stimmt nicht ganz, knapp 90% der Steuerzahler, aber es werden 40% des Aufkommens dieses Solidaritätszuschlages bleiben. Ich stelle mir manchmal die Frage, Helbers, auch die Finanzpolitiker in der Union und in der SPD, warum kommen wir eigentlich nicht zu politischen Ergebnissen, die einfach mal das einhalten, was vor Jahr und Tag die Politik versprochen hat, dass nämlich mit dem Ende eines Zwecks bei einer zweckgebundenen Steuer, und der Solidaritätszuschlag war so etwas, oder ist es immer noch, eine zweckgebundene Steuer, wäre doch eigentlich eine gute Nachricht auch zum Jahreswechsel gewesen, dass man sagt, wir halten die Zusage ein, wenn der Zweck erfüllt ist, fällt auch die Steuer weg. Das hätte zur Glaubwürdigkeit des Steuergesetzgebers erheblich beigetragen. Nun gibt es nicht nur aus dem Jahr 2019 gute Nachrichten, es gibt über das ganze Jahrzehnt, das zurückliegt, gute Nachrichten. 10 Jahre wirtschaftlicher Aufschwung seit der Finanzkrise. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Jahr 2009 und auf den Jahreswechsel 2009-2010. Das liegt jetzt 10 Jahre zurück. Vielleicht haben Sie da auch einen Neujahrsempfang gemacht hier in Nordhorn und haben gesagt, Mensch, Glück gehabt, wir sind ganz gut durch die Finanzkrise durchgekommen, schneller als gedacht. In Deutschland allemal, nicht in allen Ländern Europas, aber in Deutschland ging es ziemlich schnell, mit auch guten Entscheidungen der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin Angela Merkel und des Bundesfinanzministers, der ist damals Peer Steinbrück. Wir sind dann in eine Phase von 10 Jahren eines wirtschaftlichen Aufschwungs gegangen. Das hat es in der Wirtschaftsgeschichte erst im 19. Jahrhundert das letzte Mal gegeben. Sie müssen ein bisschen das 19. Jahrhundert zurückschauen, um einen Zeitraum zu finden, wo Sie 10 Jahre am Stück wirtschaftlichen Aufschwung
erlebt haben. Und es hat es noch nie gegeben, dass das in Europa, in Amerika und in Asien gleichzeitig stattfindet. Aber eines der besten Jahrzehnte hinter uns, dass wir überhaupt jemals auf diesem Globus wirtschaftlich erlebt haben. Und wenn wir heute zurückblicken auf dieses Jahr 2010, auch feststellen, wie schnell das gegangen ist, bis zum Jahr 2020, stelle ich mir manchmal die Frage, was werden wir eigentlich sagen, wenn wir uns in 10 Jahren von heute, also im Jahr 2030, wieder treffen? Hoffentlich immer noch alle dabei und einigermaßen klar bei Verstand und gesund. Was werden wir dann eigentlich sagen, wenn wir zurückblicken auf dieses Jahr 2020? Was ist in 10 Jahren? Ich vermute mal, wenn wir zurückblicken auf dieses Jahr 2019, 20, 21, wir werden erst in einigen Jahren richtig verstehen, was im Augenblick passiert. Wir sind im Augenblick Zeitzeugen einer ganz fundamentalen Veränderung der globalen politischen und ökonomischen Machtverhältnisse. Wir sind Zeitzeugen einer geradezu tektonischen Verschiebung der politischen und ökonomischen Zentren dieser Welt. Amerika ist müde, imperial übermüdet, wie es so schön heißt. Asien, insbesondere China, drängt nach vorn. Und Europa ringt mit sich selbst und hat ein ganz großes Problem im Jahr 2020 zu lösen, nämlich den Austritt der zweitgrößten Volkswirtschaft, einer von 2 Nuklearmächten, einer von 2 ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats. Großbritannien verlässt die Europäische Union. Wir hätten uns das vor Jahr und Tag vermutlich genauso wenig vorstellen können, wie das Donald Trump jetzt schon seit 4 Jahren Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Und jetzt müssen wir uns langsam an den Gedanken gewöhnen, es können noch mal 4 Jahre werden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn die Demokraten so weitermachen, dann wird das. So, meine Damen und Herren, das heißt, in 10 Jahren werden wir zurückschauen und sagen, wir sind mittendrin gewesen in dieser Zeit einer fundamentalen Veränderung der ganzen globalen Machtstruktur. Ich will Ihnen mal an einem Beispiel sagen, Drohnen. Ich will Ihnen mal an einem Beispiel sagen, wie sehr diese Veränderung auch die Institutionen erfasst. Im letzten Jahr im August hat Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, zum G7-Gipfel nach Biarritz eingeladen. Dieses Format G7, das ist erfunden worden mal von Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing in den 70er Jahren. Da haben die beide gesagt, wir müssen mal etwas finden nach der ersten Ölpreiskrise. Wir müssen mal etwas finden, wo wir mit den Staats- und Regierungschefs der großen Industrienationen dieser Welt uns mal im Jahr zusammensetzen und mal die Frage diskutieren, können wir irgendwo was zusammen tun, uns besser koordinieren, uns besser abstimmen. Es waren erst 6, dann Kanada dazu, dann waren es 7. Diese 7, die sich da im Herbst 1979 zum ersten Mal getroffen haben, also jetzt vor 40 Jahren, haben über 2/3 der Weltwirtschaftsleistung verkörpert. Die waren Staats- und Regierungschefs von 6 Ländern auf der Welt, die 2/3 der Wirtschaftsleistung dieser Welt repräsentiert haben mit ihren Ländern, aus denen sie kamen. Als Macron im letzten Jahr im August diese Einladung erneut ausgesprochen hat, wieder ein französischer Staatspräsident, G7, Russland war mal zwischendurch dabei, dann ist wieder draußen, G7, da war das gerade nochmal 1/3. Weit weniger als die Hälfte. Weit mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung unseres Planeten wird von Ländern erwirtschaftet, die bei diesem Treffen der Staats- und Regierungschefs, die ja über Weltwirtschaft sprechen wollten, gar nicht dabei. China nicht, Indien nicht, große Teile Asiens bis auf Japan, keiner dabei. So, und die da saßen, sind sich immer weniger einig darüber, was sie eigentlich zusammen machen sollen. Insbesondere gegenüber China. So, dann erleben wir solche Ereignisse wie im Januar mit der gezielten Tötung des iranischen Generals Soleimani, völkerrechtlich hochfraglich. Es gibt kaum eine Begründung dafür, und die Trump gefunden hat, sehr zweifelhaft. Aber immerhin ist es einer der
Top-Drahtzieher der Welt für internationalen Terrorismus dabei nicht mehr da. Und die iranische Führung schießt aus Versehen noch dieses Flugzeug ab. Die Amerikaner reagieren erstaunlich klug. Die Iranis versuchen, den Konflikt nicht zu eskalieren. Und die Europäer stehen daneben und wissen keine Antwort zu geben. Wie schrieb eine Zeitung das so schön? Routinierte Ratlosigkeit in Europa. Ja, meine Damen und Herren, in dieser Welt können wir uns routinierte Ratlosigkeit nicht mehr leisten. Und die Frage, wie das 21. Jahrhundert weitergeht, die ist nicht beantwortet worden mit dem Buchtitel, den Sie vermutlich schon häufig gehört haben, Das Ende der Geschichte. Francis Fukuyama, dieser amerikanische Politikwissenschaftler, hat das 1992 geschrieben, als die Mauer gefallen war, Europa geeinigt war, Deutschland wieder vereint, hat er aufgeschrieben, jetzt ist alles vorbei, ist alles entschieden. Marktwirtschaft, Demokratie, offene Grenzen, freie Gesellschaften, ist nur noch eine Frage der Zeit und ansonsten ein paar kleine Schräubchen drehen und alles gut. Wie der sich doch geirrt hat, gibt er heute auch zu. Er hat sich fundamental geirrt, das war nicht das Ende der Geschichte. Das war das Ende dieses Teils der Geschichte. Da ist ein Kapitel geschlossen worden, nämlich das Kapitel der europäischen, der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das Kapitel ist abgeschlossen. Und jetzt ist ein neues Kapitel geöffnet. Und die offene Frage ist, die wir nicht beantworten können, was passiert eigentlich in den nächsten Jahrzehnten auf dieser Welt? Spielen wir eine Rolle? Wollen wir mitreden? Oder setzen wir das fort? Routinierte Ratlosigkeit. Die Frage wird nicht mehr sein, G7 oder G6 oder G8, Russland wieder dabei, ja oder nein, ist nicht ganz unwichtig, kommen wir darauf zu sprechen. Aber ökonomisch, Russland hat eine Wirtschaftsleistung, ein Bruttoinlandprodukt, ist kleiner als das von Italien. Italien ist wirtschaftlich stärker als Russland. Aber Russland ist politisch, militärisch eine Macht. Die Einschätzung von Obama, eine seiner größten Fehleinschätzungen in seiner Amtszeit, Russland sei eine Mittelmacht, wird von Putin jetzt eindrucksvoll widerlegt. Er bombt sich zurück an den Tisch der Großmächte. Die Frage des 21. Jahrhunderts wird deswegen nicht sein, G6, G7 oder Russland wieder dabei, G8, G20. Diese Formate, auch diese ganzen Institutionen der Nachkriegszeit, die WTO, die Welthandelsorganisation, nicht mehr funktionsfähig. Die amerikanische Regierung weigert sich, den Schiedsgerichtshof nachzubesetzen. Letztes Jahr Weihnachten ist einer der weiteren Richter ausgeschieden. Dieses Schiedsgericht des Welthandels, der Welthandelsorganisation, das die großen Konflikte dieser Welt durch Schiedssprüche entscheiden soll, ist nicht mehr besetzt. Physisch. Da sind nicht mehr genug Richter da. Die können nicht mehr entscheiden. Also Sie sehen an solchen Beispielen, Epochenwende. Also die entscheidende Frage im 21. Jahrhundert wird lauten, G2 oder G3? Machen die Amerikaner und die Chinesen die Welt unter sich aus? Suchen sich dann Bündnispartner ad hoc, wo sie sie gerade brauchen? Lassen sie wieder fallen, wenn sie sie nicht mehr brauchen? Oder ist es G3? Amerika, China und Europa. Haben wir an uns selbst den Anspruch, in dieser Welt des 21. Jahrhunderts mitzuwirken? Ja oder nein? Und meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wenn ich das so sagen darf, die Frage wird nicht in Washington entschieden. Die wird auch nicht in Moskau entschieden. Die wird auch nicht in Beijing entschieden. Die wird in Brüssel, in Berlin, in Paris, in Rom, in Madrid. Die wird in Europa entschieden. Und eine der wesentlichen Stimmen dabei, ob das Projekt Europa im 21. Jahrhundert gelingt oder nicht, haben wir. Und die Politik in Berlin und in den Landeshauptstädten, die ist ganz wesentlich davon abhängig, dass dieses Projekt, dass diese Aufgabe, die da jetzt vor uns, auch vor uns Deutschen liegt, gelingt oder nicht, ob die Bevölkerung bereit ist, diesen Weg mitzugehen. Es gibt Skepsis in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Es gibt politische Parteien, die mit Europa nichts mehr zu tun haben wollen, die den Weg zurückgehen wollen. Ich will aus meiner Sicht sagen, und das ist einer der Gründe mit, warum ich gesagt habe, ich bin wieder bereit, zurück in die Politik zu kehren.
Ich möchte nicht, dass wir in 10 Jahren von unseren Kindern gefragt werden, warum habt ihr diese Chancen, die sich damals zugegeben unter schwierigen Umständen, aber die sich damals ergeben haben, die sich gezeigt haben, wo Macron Vorschläge gemacht hat, wie Europa vorankommen soll. Warum habt ihr diese Chancen nicht genutzt? Diese Frage möchte ich nicht haben. Weder von meinen Kindern noch von meinen Enkelkindern. Und deswegen müssen wir heute eine ganze Reihe von politischen Entscheidungen, gesellschaftspolitischen Entscheidungen treffen, um dieses Ziel zu erreichen, dass wir auf Augenhöhe mit Amerika und mit China, bei aller Unterschiedlichkeit, auch darauf will ich gleich noch zurückkommen, aber dass wir auf Augenhöhe mit Amerika und China unsere europäischen Interessen auf dieser Welt wahrnehmen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder wir sind handelndes Subjekt oder wir sind behandeltes Objekt. Die Wahl liegt bei uns. Meine Antwort ist klar. Wir müssen und wir wollen handelndes Subjekt sein. Wir wollen diese Welt des 21. Jahrhunderts mitgestalten und es nicht anderen überlassen, das auf unsere Kosten zu machen. Und meine Damen und Herren, daraus folgt einiges. Diese Libyen-Konferenz am vergangenen Sonntag in Berlin, von der Boulevardpresse ziemlich hart kritisiert. Und das Auftreten von Erdogan und Putin und der ganzen Entourage, die sie dabei gehabt haben, einschließlich der ganzen Polizei und paramilitärischen Truppen, die da in Berlin aufmarschiert sind, ist schon eine arge Zumutung. Aber die Tatsache, dass Berlin bereit ist, eine solche Einladung auszusprechen und zu sagen, wir wollen diese Entwicklung versuchen, mit zum Besseren zu wenden, die liegt nicht nur im Interesse des libyschen Volkes oder derjenigen, die da Konfliktparteien sind. Die liegt in unserem eigenen Interesse. Und gerade an diesem Beispiel wird deutlich, wir müssen auch versuchen, wir werden es nicht immer schaffen, aber wir müssen auch versuchen, einen Teil der Probleme, die vor unserer Haustür stattfinden, mitzulösen, damit diese Probleme nicht zu uns kommen. Unsere Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat das im letzten Jahr um diese Zeit ziemlich genau sehr deutlich gesagt zum Thema Flüchtlingskrise. Und ich mache mir das ausdrücklich zu eigen. Das darf sich nicht wiederholen, was wir da im Jahr 2016 in Deutschland erlebt haben. Aber wenn der Satz richtig ist und wenn das die allgemeine Meinung ist, jedenfalls der meisten in diesem Land, dass sich das nicht wiederholen darf, dann müssen wir was dagegen tun. Und da wird ja immer gesagt, die Ursachen bekämpfen. Ja, die Berliner Bundesregierung hat am letzten Sonntag versucht, mit ihrem Beitrag und ihrer Einladung an die Konfliktparteien einen Beitrag dazu zu leisten, die Ursachen für solche Fluchtbewegungen und für solche Konflikte zu beseitigen. Ein ganz kleiner Schritt. Aber eine Lösung eines großen Problems fängt mit dem ersten kleinen Schritt an. Und den muss Deutschland an verschiedenen Stellen leisten und den müssen wir auch versuchen, gemeinsam zu leisten. Wir haben ein großes Umweltproblem. Ich rate uns dringend, nicht zu bestreiten, dass wir ein Problem haben. Wir haben ein Problem. Die Klimaerwärmung ist ein Problem. Man kann lange darüber streiten, ob das noch alles von Menschenhand gemacht ist oder nicht, aber wir tragen dazu bei. Und wir haben auch Möglichkeiten, dieses Problem zu verkleinern. Aber wollen wir dieses Problem ernsthaft alleine lösen? Glaubt irgendjemand auf dieser Welt, dass die Deutschen alleine dieses Problem lösen? Wir können vorangehen. Ich bin sehr dafür, dass wir vorangehen. Aber dann müssen wir versuchen, andere mitzunehmen auf diesem Weg. Wir müssen es eben auch europäisch machen. Wenn die Europäer untereinander nicht einig sind, wie wollen wir denn dann China überzeugen? Oder Russland oder Amerika davon überzeugen, dass Klimaschutz etwas ist, das uns alle angeht. Dann höre ich da jetzt heute auf dem Weg hierher von Greta Thunberg aus Davos. Ich finde das großartig, dass sich junge Leute engagieren und dass da eine junge Generation unterwegs ist, sich wieder mehr für Umweltschutz und mehr für Politik zu engagieren und einzusetzen. Vollkommen in Ordnung. Und die müssen auch nicht immer alle unserer Meinung sein. Aber sie müssen auch ertragen, dass man ihnen mal widerspricht, wenn man komplett anderer Meinung ist. Und ich habe Anlass, heute Greta Thunberg 2-mal zu widersprechen. Erstens ihre Behauptung, dass die hier sitzen, diese Gesellschaft, wir, unsere Generation, dieser Generation
das Heranwachsen, das Großwerden genommen hat, ihnen diese Jugend genommen hat, so hat sie es ja ausgedrückt, die Jugend gestohlen hat. Meine Damen und Herren, es hat noch nie auf der Welt eine Generation gegeben, wie die von Greta Thunberg hier in diesem Teil Europas, der es in der Jugend so gut gegangen ist, wie dieser Generation. Noch nie zuvor. Und dann kam heute in Davos, wenn die Nachrichten das richtig wiedergegeben haben, ein entlarvender Satz, der lautet: Eure Parteien interessieren mich nicht. Da ist meine Antwort, Greta Thunberg: Doch, politische Parteien sind die Voraussetzung dafür, dass Demokratien funktionieren. Und in der Demokratie sind es politische Parteien, die Entscheidungen vorbereiten und in den Parlamenten anschließend treffen. Das geht nicht so, wie ihr euch das auf euren Demonstrationen vorstellt. Das geht nur im mühsamen Prozess der politischen Meinungsbildung, der politischen Mehrheitsfähigkeit und der Durchsetzung in unseren Parlamenten. Wer hier ausruft, politische Parteien interessiert mich nicht, der sagt auch gleichzeitig mit dazu, die Demokratie interessiert mich nicht. Es geht nur so, wie ich mir das vorstelle. Und das ist nicht unser Problem. Ich habe nichts dagegen, dass natürlich auch protestiert wird, auch aus einem sehr ländlichen Bereich. Der Hochsauerlandkreis ist ähnlich wie der Kreis Nordhorn und diese Region hier, sehr ländlich geprägt. Und ich weiß, was wir unseren Landwirten verdanken. Aber ich weiß auch, dass wir die Themen diskutieren müssen miteinander. Dass da auch manches natürlich diskutiert werden muss. Etwa die Einträge nach Stickstoff und Nitraten und die Grundwasserbelastung. Natürlich müssen wir darüber reden. Aber das geht auch nur, wenn wir versuchen, Interessen miteinander auszugleichen, Wege zu finden, wo beides zusammenpasst, nämlich Umwelt und Landwirtschaft, Ökologie und Ökonomie, ein vernünftiger Klimaschutz und gleichzeitig dazu auch Industrie. Meine Damen und Herren, damit da kein Missverständnis entsteht, wir müssen gerade in Deutschland dafür sorgen, dass Industrie und Umwelt zusammenpassen. Wir sind ein Land, das sehr stark, wo sage ich das, hier in einem Autohaus, wir sind ein Land, das sehr stark davon abhängig ist, dass wir Industrie haben. Wo soll der Wohlstand des 21. Jahrhunderts denn herkommen? Wir brauchen Industrieunternehmen. Wir brauchen auch Automobilunternehmen in Deutschland und in Europa. 70 Millionen Autos werden pro Jahr auf der Welt gebaut. 20 Millionen LKWs werden pro Jahr auf der Welt gebaut. Meine sichere Erwartung ist, es werden auch im Jahr 2030 noch 70 Millionen Autos gebaut und 20 Millionen LKWs. Die entscheidende Frage ist nur, was haben die unter der Haube? Ist da modernste Technologie unter der Haube? Ziemlich sicher. Sind wir auch noch dabei? Im Augenblick gar nicht sicher, weil wir die Begabung haben, auch es zuzulassen, dass durch die öffentliche Debatte eine der modernsten und besten Industrien, die wir in diesem Land haben, grundsätzlich in Frage gestellt wird. Und deswegen lassen Sie mich an dieser Stelle auch noch einmal wiederholen. Dieses Wort vom Dieselskandal ist eine grandiose Erfindung der Deutschen Umweltorganisation. Es stammt von der Deutschen Umwelthilfe. Kein Vorwurf an die. Das dürfen die machen. Aber müssen wir alle darauf reinfallen? Dass die Presse das übernimmt, okay. 70% der Journalisten in Deutschland ticken eher grünlich. Alle 90 Sekunden verliebt sich ein deutscher Journalist in Robert Habeck. Ha? Aber müssen wir das denn übernehmen? Müssen wir denn dieselbe Wortwahl dieser Leute übernehmen? Merken wir nicht, was wir damit anrichten? Meine Damen und Herren, die deutsche Dieseltechnologie ist die modernste Dieseltechnologie, die es auf der Welt gibt. Und in der neuesten Technologie, E6, demnächst E6A oder E7, da ist die Luft, die hinten reinkommt, hinten vorne reingeht, schmutziger als die Luft, die hinten rauskommt. Da sind wir eigentlich verrückt geworden, wie wir es zulassen. Warum sind wir so defensiv?
Meine Antwort ist, wir haben keinen Dieselskandal, wir haben einen Betrugsskandal von Teilen der deutschen Automobilindustrie an den Zulassungsbehörden und an den Kunden. Das ist schlimm genug, aber das ist kein Dieselskandal. Das ist nicht ein Skandal dieser Technologie, sondern es ist ein Skandal der verantwortlichen Manager dafür. Und die werden sich dafür natürlich auch alle zur Rechenschaft ziehen lassen müssen. Nur wir müssen doch ein Interesse daran haben, dass wir mit dabei sind bei den 70 Millionen Autos und den 20 Millionen LKWs, die auch im Jahr 2030 auf der Welt noch gebaut werden. Die Chinesen sind längst ein Stück weiter als wir. Ich bin nicht gegen Elektromobilität. Da steht einer. Prima. Aber haben wir eigentlich wahrgenommen, dass die Chinesen mittlerweile gesagt haben, Elektromobilität ist nicht alles, sondern wir müssen auf Wasserstofftechnologie setzen, alternative Brennstoffe setzen und vielleicht den Produktmix etwas vergrößern? Wollen wir das jetzt zum zweiten oder dritten Mal erleben, dass die schneller sind als wir und wir laufen mit der Technologie durch die Welt und sagen, nichts anderes als die gibt es und plötzlich stellen wir fest, in 2-3 Jahren, es gibt vielleicht doch ein paar andere technologische Antworten. So, und deswegen komme ich, Herr Hilbers, darauf zurück, was Sie zum Thema Marktwirtschaft gesagt haben. Der Ludwig Erhard hat immer ganz genau gewusst, dass die Politik keine Ahnung hat von Technologie. Der hat eines gesagt, die Politik muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen, die Möglichkeiten dafür schaffen, dass neue Technologien entwickelt werden können. Alles andere ist angemaßtes Wissen. Ein Wissen, das die Politik nicht haben kann. Wir müssen dafür sorgen, dass modernste Technologien entwickelt werden können und wir müssen Technologie offen bleiben bei diesen Themen und dafür sorgen, dass in 10 Jahren, in 20 Jahren vielleicht ganz andere Technologien plötzlich wettbewerbsfähig geworden sind und dürfen uns nicht einseitig festlegen auf ein oder zwei Technologien. Daraus wird ein Schuh. Und das noch einmal, meine Damen und Herren, geht nicht nur in Deutschland. Das müssen wir mit den anderen europäischen Ländern zusammen machen. Ich will das offen ansprechen. Das ist gar kein persönlicher Vorwurf, aber wir sollten das nicht wiederholen. Wir machen in Deutschland eine Energiepolitik, die keiner auf der Welt nachmacht. Wir steigen zeitgleich aus der Kernenergie, der Steinkohle und der Braunkohle aus und machen richtigerweise viel regenerative Energie. Ich habe überhaupt nichts gegen Windenergie, muss nicht unbedingt in jeder Tallage gleich ein ganzer Windpark errichtet werden, aber man muss es vernünftig machen, dann ist es gut. Ich habe überhaupt nichts gegen Solarenergie und Erdwärme und was man sich alles noch vorstellen kann. Aber den Energiebedarf der deutschen Volkswirtschaft, der privaten Haushalte wie der Unternehmen, werden wir in den nächsten Jahrzehnten eben nicht allein mit Wind und Sonne decken können. Wir müssen die Frage beantworten, wo soll der Strom denn herkommen, der diesen Transformationsprozess der deutschen Wirtschaft begleitet. Ich gebe Ihnen mal eine Zahl. Allein die chemische Industrie in Deutschland wird, wenn sie bis zum Jahr 2040 CO2-neutral sein soll, und das will sie, dann wird allein die chemische Industrie in diesem Land mehr Strom brauchen als die gesamte deutsche Industrie zusammen heute. Wo kommt dieser Strom denn her? Also Strom kommt nicht nur aus der Steckdose und Wohlstand wird auch nicht nur am Bankschalter zugeteilt. Das muss beides produziert und erwirtschaftet werden. Und damit bin ich bei einem kurzen Ausflug in die Parteipolitik. Alles in Ordnung, dass wir eine so breite Parteienlandschaft in Deutschland haben. Das ist Ausdruck der Demokratie, der Meinungsvielfalt und natürlich auch das Recht eines jeden zu wählen und gewählt zu werden, wie das die Mehrheit der Bevölkerung dann sieht. Aber meine Damen und Herren, das, was wir im Augenblick erleben, ist ein Ausfransen der Ränder nach rechts und links, ein immer stärker werdendes Potenzial, das dort offensichtlich bereit ist, rechts und links zu wählen. Und dann kommen solche Ergebnisse zustande wie in Thüringen. Dass plötzlich Linkspartei und AfD zusammen mehr als 50% haben und in der Mitte ohne eine dieser beiden überhaupt keine Regierung mehr gebildet werden kann. Ich sehe das im Augenblick nicht für Berlin, das glaube ich nicht, das wird so nicht eintreten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl die Sozialdemokraten als auch wir, jeder in seinem Verantwortungsbereich, etwas dagegen tun muss, dass sich das fortsetzt. Wir müssen wieder den Mut haben, klare Positionen einzunehmen und auch den Mut haben, dass es dazu Widerspruch gibt in der Politik. Wir müssen Meinungen haben, die geteilt werden und die bestritten werden. Ich halte es da mit Franz Josef Strauß, der mal gesagt hat, wer in der Politik immer everybody's darling sein will, der ist am Ende everybody's step. Und genau so ist es. Wahlen werden nicht durch Umfragen und Demoskopieinstitute entschieden, sondern durch Wählerinnen und Wähler.
Und diese Wähler sind wechselbereiter, als wir das in früheren Jahren und Jahrzehnten erlebt haben. Ich bin 1972 in die CDU eingetreten. In dem Jahr gab es Bundestagswahlen. Bei dieser Bundestagswahl haben 90% der Wahlberechtigten gewählt. Und 90% derjenigen, die gewählt haben, haben entweder SPD oder CDU/CSU gewählt. Das heißt, 8 von 10 Wählerinnen und Wählern in Deutschland haben eine der beiden großen deutschen Volksparteien gewählt. Diese Zahl lag bei der letzten Bundestagswahl bei 4. Sie liegt bei den Wahlen zum Europäischen Parlament bei 3, das heißt, wir haben es mit einer Erosion der Volksparteien in großen Teilen des Landes zu tun. Sie sind hier in der glücklichen Lage, es noch etwas anders zu sehen. Ich bin bei mir zu Hause auch noch etwas anders aufgestellt. Trotzdem ist wahr, dass die großen Volksparteien dramatisch an Zustimmung verlieren. So, jetzt muss ich mir den Kopf der Sozialdemokraten nicht zerbrechen. Die haben mit sich selber genug zu tun. Aber ich sage mal, wenn die Frau Esken mit ihrer überschäumenden Lebensfreude nun am Wochenende sagt, Steuersenkungen seien gefährlich, weil vielleicht ja irgendwann die Zeiten wieder schlechter werden könnten, dann sage ich, ja, wenn Sie so weitermachen, werden sie auch wieder schlechter. Aber sie müssen nicht unbedingt wieder schlechter werden. Vielleicht kann man auch von dem, was wir da an Steuerüberschüssen haben, auch mal wieder ein bisschen was zurückgeben. Vielleicht die Hälfte. Wäre doch keine schlechte Idee, mal zu sagen. Also wenn es so viele Überschüsse gibt, dann steht das in erster Linie mal den Menschen zu, die es bezahlt haben und nicht denjenigen, die es eingenommen haben. Also wir müssen mal irgendwann, mit dieser Koalition wird es nicht mehr gehen, zu einer großen Steuerreform kommen. Die wird anders sein als die ich mal vorgeschlagen habe. Also ich habe mal spaßhalber gesagt, der Bierdeckel, der wird jetzt von 2 Seiten beschrieben. Nicht? Also wir machen das jetzt, wir müssen es machen. Wir müssen eine wirklich umfassende Steuerreform in diesem Lande nochmal machen, damit die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und die privaten Haushalte mehr von dem Geld behalten, was sie heute abgeben. Es ist doch ein absurder Zustand, dass mittlerweile schon das 1,5-fache des Durchschnittseinkommens reicht, um den Spitzensteuersatz zu erreichen. Vor 30 Jahren waren es das 15-fache, das sie verdienen mussten, um den Spitzensteuersatz zu bezahlen. Heute reicht es bereits mit dem 1,5-fachen. Wir müssen den Normalverdiener, wir müssen die normale Familie, wir müssen den normalen privaten Haushalt rausholen aus der Spitzensteuerbesteuerung, aus dem Spitzensteuersatz. Aber das wird mit den Sozialdemokraten nicht gehen. Wir müssen es dafür umso nachdrücklicher vortragen. Und es kann sogar sein, dass wir bei der nächsten Bundestagswahl brauchen einen Koalitionspartner, also dass wir die absolute Mehrheit erreichen, das kann ich in Nordhorn vorschlagen, das werde ich auch in Arnsberg vorschlagen, aber das wird nicht in ganz Deutschland von allen geteilt. Einigen uns so. Ne? Da werden wir einen Koalitionspartner brauchen. Ob die FDP dabei eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Die Grünen werden eine Rolle spielen. Es kann sogar sein, dass das in die Richtung Schwarz-Grün geht. Wenn das so kommt, dann dürfen wir den Grünen nicht sozusagen schon mal im vorauseilenden Gehorsam hinterherlaufen oder wir möglicherweise grüner als die Grünen werden. Wir müssen eine ganz klare Position einnehmen. Und die ist hier. Wir sind dafür, dass Ökonomie und Ökologie vernünftig miteinander vereinbart werden. Und wenn ihr das an der Stelle anders seht, dann kommen wir nur zusammen, wenn ihr euch ziemlich weit in die Mitte bewegt und wir uns dann auch ein Stück darauf zubewegen. Anders geht es nicht. Aber das lässt sich nur machen, wenn wir vorher klare Positionen eingenommen haben, zum Thema Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Umweltpolitik, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, zu allen diesen Themen, die die Menschen im 21. Jahrhundert beschäftigen und bewegen. Und dann müssen wir bereit sein, politische Führungsverantwortung zu übernehmen. Wir können uns diese Lage nicht aussuchen. Deutschland ist mit 82 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Europäischen Union. Wir liegen nicht irgendwo am Rand, wir liegen in der Mitte. Und die geschichtliche Erfahrung zeigt, ohne oder gar gegen Deutschland, gibt es in Europa keinen Frieden und gibt es in Europa keine Zukunft. Ich würde aus heutiger Sicht hinzufügen, ohne oder gar gegen Russland wird uns das in der längeren Frist auch nicht gelingen. Wir müssen es schaffen, irgendwann mit Russland wieder ein vernünftiges Einvernehmen herzustellen. Das wird schwierig, das wird möglicherweise länger dauern, als Putin im Amt ist, aber den Versuch unternehmen müssen wir, einfach um schon zu verhindern, dass die Russen in Richtung China abdriften und wir sie als europäischen Partner nicht mehr und potenziellen Partner nicht mehr erreichen. Das ist eine Aufgabe, die auf dieser Europäischen Union liegt. Und ich betone das mit Europa deswegen so nachdrücklich bei aller Größe und bei allem, was wir auch schaffen können.
Vieles können wir nur gemeinsam mit anderen Europäern schaffen. Diese Europäer werden uns aber nur folgen, wenn wir bestimmte Themen, die wir hier behandeln, innenpolitisch, immer auch, nicht ausschließlich, aber immer mit dem Blick auch darauf, prüfen, sind sie vereinbar mit dem, was die anderen, was die Europäer auch erwarten und was sie auch machen können und machen wollen. Ich nenne das Thema Energiepolitik. Die deutsche Energiepolitik, die kann man gut finden, die kann man schlecht finden. Ich habe da meine Meinung zu, ich respektiere, dass es andere Auffassungen gibt. Aber mit Europa hat sie nichts zu tun. Vereinbar mit der Europäischen Union und den energiepolitischen Vorstellungen unserer Nachbarn ist die deutsche Energiepolitik nicht. Dasselbe gilt für die Einwanderungspolitik. Kann ich es machen, kann ich nicht machen, es gibt für beides gute Argumente, ich habe meine Meinung, aber die muss man nicht teilen. Nur die europäischen Nachbarn machen es allesamt nicht mit. Und es macht überhaupt keinen Sinn, sie um Hilfe zu bitten, wenn das Problem entstanden ist. Wir müssen uns vorher gemeinsam darum bemühen, das Problem erst gar nicht entstehen zu lassen. Daraus wird europäische Politik. Ich zitiere immer wieder das schöne Wort von Henry Kissinger, der mal gesagt hat, Deutschland ist für die Welt zu klein und für Europa zu groß. Das erste stimmt und das zweite ist die Annahme, das subjektive Gefühl von vielen anderen in Europa. Die haben das Gefühl, die Deutschen machen viel mehr ihre eigene Sache, ihren eigenen Stiefel und nehmen zu wenig Rücksicht, damit auch hier kein Missverständnis entsteht. Sehr dafür, dass wir unsere Interessen wahrnehmen. Wir müssen unsere Interessen wahrnehmen als Bundesrepublik Deutschland. Aber wir müssen immer dafür sorgen, dass wir Partner haben, die mit uns zusammen diese Interessen wahrnehmen, weil wir genau wissen, dass nur dann, wenn wir zusammenhalten, diese Europäische Union, wie hat Jean-Claude Juncker es so schön gesagt, weltpolitikfähig wird. Das war ein kluges Wort, fast wie ein Vermächtnis. Diese Europäische Union muss weltpolitikfähig werden. Und dass das geht, hat er gezeigt, als er vor anderthalb Jahren in Washington war. Da war er bei Trump, zu dem Zeitpunkt, wo Trump angedroht hat, Strafzölle gegen deutsche Automobilindustrie in Kraft zu setzen. Den hat das gestört, dass da auf der Fifth Avenue vor seinem Büro in New York mehr Mercedes durch die Gegend fahren als amerikanische Autos. So, dann ist Juncker hingefahren, hat sich erstmal vorgestellt. In dem Augenblick wusste dann der amerikanische Präsident auch, wer der EU-Kommissionspräsident ist. Und hat ihm gesagt, pass auf, ganz einfach, wenn ihr das macht mit diesen Zöllen, dann ist hier eine Liste von Produkten aus Amerika, die sofort auch mit Zöllen in Europa belegt werden und sofort eine Antwort auf das, was ihr hier vorhabt. Das ist eine Sprache, die die amerikanische Regierung, insbesondere dieser Präsident, versteht. Ja, ich meine, damit auch hier kein Missverständnis entsteht, ich bin ein großer Freund Amerikas, ich bin ganz häufig da gewesen, ich mag die Amerikaner, die meisten jedenfalls von den Amerikanern, aber sie haben nicht immer dieselbe Meinung wie sie, wie wir, und sie haben vor allem eigene Interessen. Ja, alle Welt regt sich darüber auf, make America great again. Ja, also ich fand, sie waren vorher schon großartig, aber wenn sie jetzt noch großartiger werden wollen, okay. Aber die eigentliche Aufgabe ist doch, wir müssen auch großartig werden, make Europe great again. Wir müssen unsere Interessen wahrnehmen, auch gegenüber Amerika. Ich nehme immer ein Beispiel aus dem Sport, um zu erklären, wie das funktioniert mit denen. Warum ist in Amerika der europäische Fußball so unbeliebt? Jürgen Klinsmann war jahrelang da, hat es nicht geschafft. Der europäische Fußball ist in Amerika nie besonders populär. Keine Werbeeinnahmen, keine Zuschauer, wenig Fernsehminuten, nicht populär. Woran liegt das? Es gibt eine Erklärung, es gibt mehrere Erklärungen, aber diese eine ist, glaube ich, eine der wichtigsten. Die Amerikaner mögen keine Sportarten, bei denen ein Drittel der Spiele unentschieden ausgeht. Alle Sportarten, die in Amerika populär sind, haben Sieger und Verlierer. Das Spiel ist erst zu Ende, wenn einer gewonnen und einer verloren hat. So, das ist die ganze Haltung der Amerikaner. Wir dürfen nicht zu denen gehen und sagen, wir wollen einen Kompromiss machen, können wir nicht sehen, dass das unentschieden ausgeht. Nein, 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 wir müssen da hingehen und sagen, wir wollen gewinnen, weil wir besser sind als ihr. Wir sind es übrigens auch. Wir sind es technologisch. Gucken Sie sich mal die Infrastruktur in Europa an, in Deutschland an. Die ist doch besser als die in Amerika. Wir sind größer. Die Europäische Union zusammen ist viel größer als die Vereinigten Staaten von Amerika. Unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit pro Kopf der Bevölkerung ist größer. Was die Amerikaner haben, ist große Tech-Unternehmen. Und sie haben technologische Sprünge nach vorne gemacht, die wir bis jetzt nicht gemacht haben. So, das heißt, wir müssen mit denen hart uns auseinandersetzen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wir müssen mit China und Amerika in diesen Wettstreit eintreten. Ich habe ganz große Vorbehalte gegen Huawei. Also die Gefahr für unsere digitale Infrastruktur
Durch diese Komponenten, die da von den chinesischen Herstellern kommen, also die Sicherheitsbehörden warnen übereinstimmend, die Deutschen, die Amerikanischen, international, es gibt niemanden, der nicht wirklich ernsthaft davor warnt, das zu nehmen. Wir machen es jetzt trotzdem so ein bisschen jedenfalls. Warum machen wir es? Weil wir keine Alternative haben. Es gibt zwei Unternehmen in Europa, die das eigentlich könnten, aber die sind ein bisschen teurer und die liegen 2 Jahre in der Entwicklung zurück. Also vor die Frage gestellt, heute ein bisschen billiger und morgen ein bisschen teurer und ein bisschen später, aber dafür sicher, ist eigentlich die Frage beantwortet. Lieber ein bisschen später und dafür sicher für unsere Datennetze. Es geht gar nicht nur um diese Komponenten, Telefon. Es geht darum, dass wir unsere digitale Infrastruktur wieder zurückgewinnen. Ich gebe Ihnen eine Zahl. Nur 4% der Daten, die Sie jeden Tag nutzen, privat, auf Ihren Handys, in Ihren Unternehmen, auf jedem Rechner, nur 4% der Daten, die in Europa genutzt werden, liegen auf europäischen Rechnern. 96% unserer Daten, alles, was Sie jeden Tag benutzen, Ihr Handy, Ihr PC, Ihr Laptop, Ihr Firmennetzwerk, alles, was Sie benutzen, 96% der Daten liegen auf amerikanischen Rechnern oder auf chinesischen. Wir müssen raus aus dieser Abhängigkeit. Und wenn ich sage, wir, geht das nicht, indem wir sagen, Deutsche Telekom, machen wir. Das geht nur, wenn wir das in Europa zusammen machen und möglichst viele sich möglichst schnell daran beteiligen, dass das gelingt. Und da müssen wir auch über unseren Schatten springen. Und müssen wir auch den Franzosen, den Italienern, den Briten. Wenn die Briten jetzt gehen am 31.01., vollziehen sie das am 31.12.2020. Die müssen trotzdem Europäer bleiben. Und wenn wir große Forschungsprojekte haben, Galileo, weltraumgestützte Satellitensysteme, da dürfen wir die Briten nicht rausschmeißen, da müssen die mit dabei sein. Wir müssen alles tun, damit Großbritannien bei solchen Projekten auch mit dabei ist, damit wir unsere Power zusammen auf die Straße bringen. So, und dabei muss Deutschland eine führende Rolle übernehmen. Deutschland muss bereit sein, diese Europäische Union auch zu führen. Das erwarten die anderen von uns. Das ist keine Anmaßung aus Deutschland, sondern es ist eine Erwartung von unseren Partnern und von unseren Nachbarn. Wir müssen ausgleichen zwischen Ost und West, Frankreich, Polen, eines der fantastischen Länder in der Europäischen Union. Eine junge Bevölkerung spricht fließend Englisch, eine ziemlich schwierige Regierung. Aber der ganze Rest in Polen ist ein fantastisches Land. So, das heißt, wir müssen einfach den Blick öffnen auf das, was da jetzt in den nächsten Jahren geschieht. Und wir müssen auch als Partei Helbers, wir müssen bereit sein, uns diesen neuen Herausforderungen zu stellen. Wir dürfen dabei aber nicht über jedes Stöckchen springen, was uns da irgendwo hingehalten wird. Sondern wir müssen sagen, wir haben eine klare Vorstellung davon, wie das im 21. Jahrhundert aussehen soll und welche Rolle wir da spielen. Und lassen Sie mich zum Abschluss einen Punkt sagen. Ökonomie ist wichtig, Wirtschaft ist wichtig, Wohlstand ist wichtig, soziale Gerechtigkeit, alles prima. Umwelt, Landwirtschaft, alles in Ordnung. Viel Bildung, ja, dringend notwendig. Nur am Ende des Tages geht es um eine zentrale Frage. Und das ist nicht alles mit Geld zu bezahlen. Sondern es ist die ganz grundsätzliche Frage, ob wir eine Chance haben, auch im 21. Jahrhundert unsere offenen, freiheitlichen, liberalen, toleranten Gesellschaften zu erhalten. Ja oder nein? Und sagen Sie nicht, das sei sozusagen da irgend so ein hehres Ziel und hätte mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Es hat mit der Wirklichkeit sehr viel zu tun. Ich zitiere immer wieder Heinrich August Winkler, den großen deutschen Historiker, der die Bücher geschrieben hat über uns, der lange Weg nach Westen, besten Bücher, die es über die jüngere deutsche Geschichte zurzeit gibt, der sagt, wir befinden uns mitten in einem Kulturkampf. Er verwendet diesen Begriff. Wir befinden uns mitten in einem Kulturkampf um die Zukunft der freiheitlichen, liberalen Gesellschaften. Und er sagt einen zweiten Satz, es ist keineswegs sicher, dass wir diesen Kampf gewinnen. So, meine Damen und Herren, das ist der Punkt, um den es geht. Und Toleranz und Offenheit, Liberalität, nicht im parteipolitischen Sinne, sondern im metaphysischen Sinne, die fängt hier bei uns zu Hause an. Ich lese in den Zeitungen, dass jetzt die Türkei in 3 großen Städten türkische Schulen errichtet. Okay. Wir haben deutsche Schulen in Istanbul mit vielen Schwierigkeiten. Die Türkei will jetzt hier Schulen errichten und türkische Schulen haben. Persönlich habe ich nichts dagegen, unter 2 Bedingungen. Erstens, der Unterricht dort findet in deutscher Sprache statt. Zweitens, das Ganze findet unter deutscher Schulaufsicht statt. Das ist Toleranz, Offenheit. Im Grundgesetz steht Religionsfreiheit. Da steht nicht drin katholische Religionsfreiheit oder evangelische Religionsfreiheit. Da steht drin Religionsfreiheit. Und Religionsfreiheit heißt Religionsfreiheit für alle. Das heißt aber gleichzeitig, dass niemand dominiert,
und dass niemand uns Vorschriften macht, wie wir hier zu leben haben. Wir sind in den ländlichen Regionen von diesen Problemen noch ein Stück weit entfernt. Aber schauen Sie sich, ich komme jetzt gerade aus dem Ruhrgebiet, schauen Sie sich Teile des Ruhrgebietes an. No-Go-Areas, wo keiner mehr hingeht, weil dort Clans und weil dort meistens aus den maghrebinischen Staaten, aus dem Maghreb und auch in anderen Regionen, da die Hoheit über die Stadtbezirke übernommen hat. Sie die Gerichtsbarkeit in Deutschland nicht mehr anerkennen, sondern sagen, das regeln wir hier untereinander, da habt ihr nichts zu suchen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wehret den Anfängen. Wenn wir so bleiben wollen, wie wir heute sind, dann müssen wir dafür sorgen, dass diejenigen, die diese Intoleranz in unserem Land an den Tag legen, eine ganz klare Grenze aufgezeigt bekommen. Das lässt sich diese offene Gesellschaft nicht bieten. Und das, was hier im Kleinen richtig ist für uns, das ist im Großen richtig für die Politik. Wir müssen mit Russland ein vernünftiges Auskommen haben. Wir müssen mit China Handel treiben. Aber Russland und China sind nicht so wie wir offene und freiheitliche Gesellschaften. Amerika ist anders. Dieser Trump mutet uns einiges zu. Und nochmal, es kann sein, dass das nochmal 4 Jahre dauert. Aber die amerikanische Gesellschaft ist eine freiheitliche Demokratie und wir teilen mit Amerika unverändert Werte und Grundüberzeugungen. Es ist eine andere Demokratie, aber es ist eine Demokratie. Es ist ein Rechtsstaat, es ist ein anderer Rechtsstaat, aber es ist ein Rechtsstaat. Bob Mueller, der unabhängige Sonderermittler, eingesetzt vom Kongress zur Untersuchung von möglichen Verfehlungen dieses Präsidenten, ist nur vorstellbar in einem Rechtsstaat, in einer offenen, gewaltengeteilten Gesellschaft. Haben Sie schon mal was von einem solchen Sonderermittler aus Moskau gehört? Oder schon mal gehört, dass es so etwas in Beijing gegeben hat, in Peking, dass so ein Sonderermittler, nein, in Amerika wird das gemacht, weil diese Gesellschaft unverändert dem folgt, was letztendlich Montesquieu uns allen gesagt hat. Eine offene Gesellschaft, eine freiheitliche Gesellschaft ist nur möglich, wenn Macht geteilt und Macht begrenzt wird. Deswegen sind wir auch als politische Partei weder allwissend, noch unvollkommen, noch vollkommen zuständig. Wir sind einer von vielen. Aber wir sind eine politische Partei, die genau diese Grundsätze für sich selbst in Anspruch nimmt. Christliche Demokraten. Und das müssen wir auch wieder denjenigen sagen können, die konservativ, wertkonservativ, liberal sind. Das Spektrum muss wieder größer werden. Wir müssen auch die Wertkonservativen, die sich jetzt auf einen anderen Weg gemacht haben, zurückgewinnen für die Union. Das muss unser Anspruch sein, eine auch wertkonservative, liberale, soziale, christdemokratische Partei zu sein und den Anspruch zu stellen, zur politischen Mitte hin so zu integrieren, dass eine möglichst große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, von Wählerinnen und Wählern in Deutschland unserem politischen Weg folgen kann. Das ist eine verdammt anspruchsvolle Aufgabe. Es kann niemand mit Gewissheit sagen, dass es gelingt. Und ich sage das ohne jede Häme und ohne jede Schadenfreude. Die Tatsache, dass es der SPD erkennbar nicht gelingt, ist gleichzeitig eine große Herausforderung für uns. Uns muss es gelingen, die Mehrheit der Bevölkerung, jedenfalls die relative Mehrheit der Bevölkerung, wieder so zu gewinnen, dass sie uns auf diesem Weg folgt. Es geht nicht um persönliche Karrieren, es geht nicht um persönliche Ambitionen, sondern es geht um eine entscheidende Frage. Gibt es in diesem Land für die nächsten Jahre eine politische Kraft, die den Mut hatte, unangenehme Wahrheiten zu sagen, die auch die Kenntnisse hat, wie man Probleme löst und die gleichzeitig auch den klaren Anspruch verbindet, moderne Gesellschaft, Industrienation, Umweltpolitik so miteinander zu verbinden, dass diese Bundesrepublik Deutschland mit 82 Millionen Einwohnern im 21. Jahrhundert so Bestand hat, wie wir sie gerne haben. Deutschland ist ein fantastisches Land. Wir leben in einem der schönsten, der besten, der wohlhabendsten und der sozialsten Länder dieser Welt. Ich möchte das aber, meine Damen und Herren. Ich möchte das aber auch in 10 Jahren noch sagen können. Und das geht nur, wenn nicht nur die Politiker, Hilbers, andere, das machen. Und deswegen spiele ich den Ball zu Ihnen zurück. Das geht nur, wenn auch Sie sich dort, wo Sie sind, beruflich, familiär, in Vereinen, politischen Parteien im Plural, wenn Sie sich dafür einsetzen, dass das so bleibt.
Wir brauchen in dieser Gesellschaft mehr Engagement, mehr Menschen, die sich bereit sind, politisch zu engagieren, mehr Menschen, die bereit sind, gesellschaftspolitisch soziale Verantwortung zu übernehmen, weil es sich einfach lohnt, für dieses Land etwas zu tun. Und am Ende sind wir es unseren Kindern schuldig, dass wir es tun. Ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr 2020.